Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich weiß, ich habe in letzter Zeit mich ein bisschen zurückgehalten mit, also was es anging mit Videos hochladen. Allerdings lag es auch an verschiedenen Gründen. Zum einen wegen meiner Uni, zum anderen das Mikrofon hatte ein paar Aussätze. Aber jetzt bin ich mit allen Prüfungen fertig und ich kann jede Woche mindestens 2 Videos hochladen. Und ich fange heute damit an. Ich spiele einen Otto Mirror auf Yannick D. Killer. Das ist eigentlich nicht mein Account, das ist ein Account von meinem besten Kumpel, aber der spielt leider nicht mehr Age of Empires. Von daher hat er mir praktisch diesen Account überlassen. Na, wir holen uns gleich den TP. Ich spiele eigentlich echt überhaupt nicht Otto. Ich weiß zwar, wie man es macht, ich meine, es ist auch echt nicht schwer und so. Man bekommt immer seine Siedler. Und ja. Ich hoffe, ich bekomme den TP schneller als er. Psst. Ja. Ich sag's ja. Oh ja, das war auch echt ein OP-Move. Natürlich hat es jetzt etwas gedauert hier. Was mache ich hier eigentlich? Ich muss diesen TP bauen. What the fuck, man? Das mache ich echt nicht. Ich bin zwar retarded, aber so retarded doch nicht. So, wie viel haben die gebaut? Naja, viel war es nicht. Ja, ich nehme jetzt einfach mal hier dieses Deck. Ich weiß ja eh, was er machen wird. Ich habe jetzt ein paar Games schon gegen ihn gespielt. Ich habe keins verloren. Dann spiele ich mal mit Otto. Und Otto ist jetzt echt... Ja, alles andere als gut, was ich die, also wie ich die spiele, aber der Mann geht. Oh, das ist echt OP. Das ist echt gut. Der Schatz. Zum Glück habe ich den gefunden. Aber zur Zeit, ich weiß nicht. Ich muss erst wieder reinkommen und spielen. Ich habe jetzt halt eigentlich eine ziemlich lange Zeit gehabt, in der ich nicht regelmäßig gespielt habe und auch nicht gut gespielt haben, weil ich halt auch irgendwie Trolls gemacht habe oder auch Vertrag mal gespielt habe. So. Wir holen uns gleich mal hier diese Hand. Das ist echt. Ich weiß nicht, als Osmane. Aber ich hoffe, er cradet die Route ab. Dann muss ich die schon mal nicht upgraden, weil ich crade die sicherlich nicht ab, weil ich brauche eigentlich kein TP, um zu spielen. Außer mit deutschen Franzosen und vielleicht mit Otto, mal schauen. Ich kenne diese Nation echt überhaupt nicht. Was haben wir hier? Zwei Schafe. Zwei Schafe. Oh scheiße, ich kann ja agen. Was machen wir jetzt im agen? Weiß nicht mal, was ein Janitschar kostet, ganz im Ernst. Ich glaube, der kostet 100 Nahrung, der ist so... Er hat mich... So. Ich kann ihn auch langweilen, ehrlich. So. Er hat noch keinen zweiten TP gebaut, das heißt, wenn ich jetzt seinen Kundschafter töte, habe ich hier auf jeden Fall schon mal echt einen großen Vorteil. Ich will ihn auf jeden Fall schwächen. Ich baue hier mal mein Haus hin. So. Ich glaube, ich... Haben wir hier oben eine Hand, die wir natürlich hätten verwenden können. Die holen wir uns auch. Wir haben noch 70 Leben. Ich bekomme ihn nicht, das ist mir eigentlich auch egal. Er wird das gleich Seedlands Dorf-Syndrom holen. Wie viel? Das ist egal, er killt mich nicht. Und ich kann abhauen. Easy, gut. Hat keinen Scout mehr. Von der Population passt alles. Wo wollen wir uns die Ding hin? Am besten hier, dann kriegt er es ja nicht so leicht. Immer schön weiter handen.
Wollen wir uns mal einen Markt hin? Ah, er hat hier hingebaut. Mal schauen, ob da gleich eine Charre rauskommen. Sieht nicht so aus. Was senden wir uns? Eine Frage, die ich jetzt nicht beantworten kann. Ich sag mal, wir senden uns einfach mal Gold. Okay, so. Da kommt er doch schon. So. Die Janitschare bekomme ich, die bekomme ich. Oh, perfekt. Das mache ich gerade ultra gut. Hashtag Eigenlob stinkt nicht. Oh scheiße. Er hat schon Ding gebaut. Das muss ich killen. Holen wir uns unseren Scout wieder. Okay, er wird deshalb wahrscheinlich gleich mit einer Janitsch, wie heißen sie, Abu-Armee kommen, aber gegen das habe ich meine drei Husaren. Und ich glaube, ich habe auch eindeutig mehr Janitschare jetzt gemacht als er, weil er sinnlos gerastet hat. So, da haben wir sie. Wir werden gleich angreifen, noch 5 weitere. Da ist ein Siedler, perfekt. Wir werden jetzt halt hier das angreifen und gleichzeitig drauf gehen, weil er wird mit seiner Armee hundertprozentig zurückgehen. Er wird dieses Haus wahrscheinlich verteidigen. So easy gesiegt, würde ich sagen. Wir wollen doch jetzt hier keinen Rage Quit erleben, oder? Ja, das war ein schönes GG. Ich bin echt kein Otto-Spieler. Ich glaube, wir kennen mich selber. Aber das habe ich echt gar nicht mal so schlecht gemacht. Also, ich muss echt sagen, Otto ist echt einfach zu spielen. Und er hat auch seine Häuser etwas unpositioniert gespielt, gebaut. Das Haus zum Beispiel konnte ich angreifen, ohne dass ich in Reichweite des CCs war. Und wie viele Abos hat er gemacht? Hat er überhaupt noch ein Abo am Ende? Nein, ich glaube, er hat nur 3 Abos. Also 3 Abos reicht natürlich in einem Optimierer, wenn der andere keine Abos hat. Aber ich hatte die 3 K von, die leben immer noch, und ich hätte da jetzt halt ohne große Verluste seine komplette Armee besiegt. Ja, also gut, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, immer schön weiter subscriben, es kommen auf jeden Fall jetzt in nächster Zeit immer mehr Videos. Bis dann, ciao.